Willkommen wieder bei Ghost Recon Wildlands in der riesigen, gigantischen Welt. Hier sehen wir schöne Schneeberge, voller Schnee natürlich. Das ist mal ein cooles Setting hier. Das ist so, hier unten, da ist kein Schnee. Desto tiefer es ins Tal geht, ist ja auch logisch, dass hier in den Bergen dann natürlich ein bisschen Schnee liegt. Und damit willkommen zurück. So. Als allererstes einmal kurz danke für natürlich immer ein paar Tipps, die die Leute da lassen. Die nehme ich auch gerne an. Dann gab es auch Leute, die haben gemeckert. Du musst mal auch mehr schleichen, lass dich nicht immer erwischen. Du bist zu schlecht, du bist zu kacke. Ja, ne, kann sein. Das ist aber, wenn ich fehle. Wenn ich fehle, das passiert manchmal. Das ist, weil ich nicht immer der Beste bin. Ich gebe mir echt Mühe. Aber ich mache auch Fehler. So. Und das ist halt zu viel. Und ich spiele das Spiel auch das erste Mal. Ne? Genau dasselbe, dann wusste ich auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Hab mich dann erstmal irgendwie dumm und dämlich gesucht, bis ich gemerkt habe, oh, hier waren wir ja, ne? Ja. Das ist die komplette Karte von Ghost Recon Wildlands. Das alles, die ganzen Sektoren. Und wir sollten ja nach Pucara. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann bin ich mal hier über die Grenze. Und dann... ja, bin ich jetzt hier, dann hatte ich diesen Punkt hier freigeschaltet, dass ich nicht so schnell reisen kann hier hin. Hatte ich dann automatisch direkt freigeschaltet, als ich über die Grenze hier gefahren bin. Habe ich dann hier hingeportet und nun, ja, hier sind wir. Und hier sind wieder unsere tollen Aufklärungsdatenmissionen, die wir machen müssen. Eine davon ist, erreichen Sie DJ Pericos zu Hause. Statten Sie Pericos Haus in Todos Santos einen Besuch ab. Ist er da, schnappen Sie ihn. Ansonsten durchsuchen Sie das Haus. Genau, jetzt müssen wir da irgendwie hinkommen. Das Problem ist, ich habe keinen Hubschraubschraub. Das ist ein bisschen doof. Nicht nur ein bisschen, sogar ein bisschen sehr doof. Aber ich werde in Zukunft mir ein bisschen Mühe geben, natürlich zu schleichen. Und wegen den Fertigkeitspunkten, die habe ich schon ausgegeben. Zum Beispiel für einen Fallschirm. Fernglaszoom. Dass auch mein Fernglas zum Beispiel ich besser Leute sichten kann, Gegner markieren. Habe ich alles geskillt. Das mache ich immer mal zwischendrin. Nicht immer in der Aufnahme, weil außerhalb der Aufnahme... ich kannte das Spiel ja auch noch nicht. Das Spiel ist das erste Mal. Und da muss ich mich auch immer ein bisschen zurechtfiedeln, damit ich nicht wie der größte Vollidiot vor euch dastehe. Und mich selber ein bisschen erkundigen. Aber soweit habe ich jetzt komplett das meiste alles verstanden. Das ganze Prinzip. Und jetzt können wir eigentlich so richtig loslegen. Den nächsten Drogenboss zu finden und zu töten. Ah! Ein paar haben gesagt, meine Fahrkünste sind nicht so die besten. Muss ich widersprechen, ich fahre unglaublich gut in diesem Spiel, oder? Also ich finde schon, dass ich der Beste bin in dem Spiel, wenn es ums Fahren geht. Also meiner Meinung nach mache ich alles richtig. Ne? Ich fahre echt super. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ja. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich mal dann auch so krass faile und so und hab vielleicht trotzdem... oh, hier ist eine Eisenbahn. Hab vielleicht trotzdem Spaß beim Zusehen, auch mit den Fails dazu. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Au. Mama. Au. Easy. Alles geplant. So fahren wir hier Auto. So fahren die coolen Leute Auto. Oh, der Drift, Mann. Oh, ist hier eine Straßensperre oder sowas? Entschuldigung. Tango getroffen. Ich muss durch. Ich greife an. Entschuldigung. Ah! Entschuldigung. Das ist wie ich, wenn ich zum Urlaub fahre, über die Grenzen zum Beispiel in anderen Ländern. Hey! Flupp überfahren. Nein, nein, die wissen das nicht. Aua. Alles gut. Die denken nur, ich fahre wie ein Bekloppter, ne? Mehr denken die nicht. Naja, da muss ich ja nicht rumschleichen, oder? Ich kann ja einfach durchfahren. Ist doch nichts bei, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts Schlimmes bei. Oh, da kommt ein Hubschrauber. Anscheinend schon. Mögen sie wohl nicht, wenn ich einfach durch ihre Barrikaden fahre, oder? Dislike Diabo. Komm, da hinten ist er. Da hinten ist das Haus. Oh, stopp!
So. Kommt mal mit, Kollegen. Da überall Gegner um dem, hey, ums Haus. Schütze. Sag mir wo. Drohne fliegt. Überall Drohnen, überall Gegner rund ums Haus, die ich nicht so richtig markieren kann. Ich muss mich unbedingt um die Drohnenreichweite nochmal kümmern irgendwann. Dass ich die auf jeden Fall erhöhe. Und das macht drei. Ist da oben auch einer? Ja. Da ist dein Haus. Bist du da? Ist das ein Gegner da drinne? Ja, da ist ein Gegner drinne. Markier mal. Oh, ein Sniper sogar. Da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So, Kollegen. Hier ist ein Sicario. Neben dem Container, siehst du. Und ja, dass ich Gegner markieren kann, das weiß ich tatsächlich auch, dass meine Kollegen auch mal drauf schießen. Werde ich auch, wenn ich eine passende Situation finde, machen. Nur ergeben sich diese Situationen ja nicht immer. Da zum Beispiel, das wäre eine. Ah, da sind noch welche. Im Haus sind auf jeden Fall auch welche. Hallo? Da ist der, den ich gesucht habe. Okay. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, Doki. Dann wollen wir mal ran an den Speck. Ran an den Speck. So, ich markiere ihn. Es gehen meine Kollegen in Position. Da ist ein Gegner direkt vor mir. Heiliger Bimbam. Getötet. War das knapp. Locker bleiben, alles ist gut. Bin schussbereit. Ja, schieß, Junge! Du bist so ein Trottel, ne? Ganz ehrlich, wenn wir jetzt entdeckt werden, ist es deine Schuld, weil du 100 Jahre gebraucht hast, um hier schussbereit zu werden. Oh. Mann! Ihr kleinen Trottelmann. Ich versuche zu schleichen, ne? Hab einen markiert und er kommt einfach nicht in die Pötte. Ganz ehrlich, das war diesmal nicht meine Schuld. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich, wirklich versucht. Ihr Leutnant flieht. Die kommen auf uns zu. Gegner getroffen. Ihr nervt mich echt. Fuck, greife an. Das ist echt doof jetzt. Ich wollte euch das jetzt richtig cool zeigen. So, hey, ich markiere den. Dann schieße ich auf den einen und mein Kollege ballert dann den anderen ab. Aber nein, weißt du? Aber nein. Ganz ehrlich, das ist dieser Vorführeffekt. Es klappt immer alles, solange ich nicht aufnehme. Was machst du denn hier, Kollege? Zeig dich! Komm her, du Blödmann hinter dem Ding da. So. Bei der nächsten Mission werde ich dann nochmal wieder versuchen, das... Wieder, ich versuche jetzt zu schleichen, ne? Ich versuch's ja. Andere haben gesagt, ich wurde noch nie erwischt beim Schleichen bisher in dem Spiel, ne? Was ich so gespielt habe. Ja, ich oft auch nicht. Aber sobald ich auf Aufnahme drücke, passiert sowas. Ich dachte, er wäre bereit, mein Kollege. Er schießt aber nicht, ne? Ich dachte, er wäre bereit, aber war er wohl nicht. Und dann wissen sie auch schon, wo wir sind. Oh oh. Alles gut. Da war doch noch ein Sniper, ne? Was macht der andere da oben auf dem Berg? Seht ihr das? Da rechts oben auf dem Berg, das sind Leute. Da habe ich seinen Arm kurz gesehen. Die suchen mich jetzt erst wieder. Jetzt sind wir quasi außer Sichtweite. Töten? Ist zu unsicher jetzt. Unidad Heli, unten bleiben. Ja, ich bin im Haus. Mich sehen sie nicht. Kollege. Ey, wie wär's, wenn du mal stirbst, Junge? 500 Schüsse später, er steht immer noch.
So, jetzt schnell die Mission hier fertig machen, damit wir die nächste machen können. Da zeige ich euch dann, wie man, dass ich schleichen kann, ja? Aber wie gesagt, das war jetzt wieder der Vorführeffekt, Leute, ne? Oh, ich kann da nicht durchschießen, okay. Gut zu wissen. Ins Bein, das ist ein Treffer. Alter. So, fertig. Da ist ein Haus. Alles sauber. Was ist das Blitzsymbol? Oh oh, ich gehe mal schnell von der Straße. Nicht, dass die mich hier. Die Unidad, die mag ich nicht. Ich sehe niemanden. Deaktivieren. Oh oh, jetzt sind die Unidad-Soldaten ausgestiegen. Ach man, die wissen aber noch nicht, wo wir sind. Ich markiere. Sag, wenn du bereit bist, Kollege, ne? Jetzt sagt er wieder, kann loslegen. Das war's mit ihm. So. Das wollte ich eben machen. Bei den beiden im Bunker. Er hat gesagt, glaube ich sogar, dass er bereit war, aber ich habe dann geschossen und dann ist nichts passiert. Ach, keine Ahnung. Oder mein Gehirn hat gedacht, er wäre ready, dabei war er es nicht. Aber so sollte das eben ablaufen. Ganz locker easy. Eliko ist nicht da. Sucht alles nach Informationen ab. Ach so. Okay, ich dachte, wir sollen noch irgendwas machen. Geh mal weg hier. Ich hätte sie fast gepuncht. Oh, nur fast. Oh, hier. Was haben wir denn da? Ah, schön. Wir haben Pläne gefunden. Vielleicht so, Einsatz abgeschlossen. Falls Perico diese Fraktalantenne benutzt, hilft die Zeichnung der ISA vielleicht, ihn ausfindig zu machen. Wie viele Autos hier übrigens stehen, ne? Überall. was nehmen wir mal für ein Auto jetzt? Ich steig mal in das hier ein. Weil ich das lustig finde. So, wo gehen wir jetzt hin? Ah, das nächste ist ja direkt da. Oh, da ist ein Heli. Den holen wir uns. Ja, mache ich auch nicht. Komm mit, Leute, wir holen uns den Heli. Dann kommen wir deutlich besser voran. Oh, ein Heli, das nimmt mir so viel Arbeit ab. Ich hasse mit Auto durch die ganze Bumper zu fahren. Dann muss ich nur den Heli diesmal so fliegen, dass ich nicht wieder aus Versehen voll ins Lager fliege. Ja, das passiert mir nämlich auch sehr gerne. Ich kann Licht an- und ausmachen, Mann. Richtig geil. Perfekt, auf geht's. Nächste Mission, la 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 la. I believe I can fly. Oh, da ist so eine Kathedrale da, seht ihr das? Richtig nice. Ah, da ist der nächste Stützpunkt. Bam 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 bam. Ich sehe gar keine Gegner auf dem. Komm, wir gehen hier schon raus. Heli, 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 bleib hier. Bleib hier. Ich will, dass der Heli steht. Was bist du, ein Seer? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. So, jetzt. Schön hier warten, Heli, ne? Oh, gut, er geht aus. Ich hatte schon Angst um den Heli. Nein, nicht Drohne. Ich wollte das ganz normale Fernrohr. Ich sehe da einen Heli, da ist der Einsatzpunkt. Auf dem Kran ist keine Patrouille oder sowas. Nee, nee. Jemand hat noch gefragt, auf was ich spiele. Ich spiele übrigens auf der PS4 Pro, ne? Mal so als Info an euch. Auf der PS4 Pro. Kommt, Leute, lassen wir den Heli da mal eben stehen. So, nochmal. Das sollen auf jeden Fall Gegner sein, laut Minimap mittlerweile. Aber ich sehe einfach keinen. Wahrscheinlich sind die alle im Haus oder so. Suchen wir hier nach Informationen? Da sind Gegner. Wo? Wo, wo, wo? Da! Ne, ist kein Gegner, ist ein Zivilist. Sag mal, bin ich blöd? Das sind alles Zivilisten. Wo sind da Gegner? Hast du gesoffen? Ich sehe sie einfach mini. Bloß aufpassen. Ich sehe sie auf der Minimap ja auch. Aber ich sehe sie nicht vor mir.
Dann schleichen wir uns mal hier langsam lang. Einfach so den Berg runter glitschen. Scheinen aber nicht viele Gegner hier zu sein, ne? Ist nur ein kleiner roter Punkt hier. Leutnant. Ich glaube, die sind alle da drin, am Essen und Trinken oder so. Da lohnt sich reinschleichen ja nicht mal richtig. Ich hätte gedacht, hier sind wenigstens mehr Gegner. So, jetzt nochmal. Gucken wir nochmal hier. Da ist einer. Das war's schon, eigentlich. So. Ich könnte den jetzt instant töten, aber ich schleiche mal eben erst ran. Denn da ist so ein Infotyp, den will ich noch umbratzen vorher. Den will ich gefangen nehmen. Das ist ein Treffer. Hey, Kollege, na? Quédate quieto. Was geht ab, Mann? Entweder gehe ich hier mit Antworten oder deinen Ohren raus. Du hast die Wahl. Ich rede, okay? Ganz ruhig. So, Infos entdeckt. Easy going. Holen wir uns jetzt nochmal schnell die Infos. Wir mussten nur einen einzigen dafür töten, Mann. Solides, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden. Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt für das Kartell in Pirca in einer Mine. Irgendwie gibt es böses Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Hast du noch ein einziger Bösewicht, ne? Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Tango getötet. Fertig. Alle Gegner down. Wir setzen eine Markierung. Wir gehen weiter. Das war ja easy, ja? Da musste ich ja nicht mal richtig schleichen. Wir sind rein, haben den einen weggebratzt, fertig. So machen das die coolen Spezialeinheiten, Leute. Vor allem, wenn ich sie bin. Verhören Sie Dieter, ehemaliges Leibwächter. Okay. Machen wir das. Alle da, Leute? Kann ich hupen? Nein. Leute, alle einsteigen. Und der andere hängt da hinten irgendwo. Na gut, ciao. So, nächste Mission schaffen wir, glaube ich, ne? Jetzt will ich euch endlich mal zeigen, dass ich auch richtig gut schleichen kann jetzt. Vielleicht da. Hier waren ja gar keine Gegner so richtig. Da konnte ich ja nicht mal schleichen. Da hinten ist irgendwie, glaube ich, eine Eisenbahnbrücke oder so. Oh oh. Ah Gott, das war knapp. Mehr als knapp. Hä, was hat mich denn gesehen? Ich bin hier mitten in der Pampa am Fliegen. Und irgendwas entdeckt mich. Ja, wahrscheinlich. Schon wieder. Auf der Minimap sind nur irgendwo rechts welche. Mann. Go, go, schneller, Mann. Wir müssen eine Mission erledigen. Oh, hochziehen. Junge. Ach ja, immer fast am Sterben. Da ist die Mission auch schon. So, Leute, seid ihr bereit? Auf geht's! Alter! War das nicht cool? Da kommen die drei Zwillinge hier. So! Richtig cool mit Fallschirmstunt, ne? Ja, ihr landet hier langsam, aber... Oh, das war keine Absicht. Da fährt ein Zug durchs Dorf. Ja, könnt ihr auch mal landen oder so? Was ist los mit euch? Willkommen, ihr Trottel, Mann. Ihr seid echte Trottel. Aber ich mag euch, weil ihr meine Trottel seid. Die haben ein Alarmsystem. Okay, das ist wirklich dann kacke. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da ist auch einer, ne? Ja. Scharfschütze im Turm. Diesmal versuche ich erst näher ranzugehen, bevor ich irgendwelche Action starte. Wow. Okay, da haben wir Glück gehabt. Okay,
erstmal wieder daneben geschossen. Wow. Wow. Ich dachte so, ich wollte. Ja, wir wurden noch nicht erwischt. So, die wissen noch nicht, dass wir da sind. Alles easy, Leute. Es war nur knapp. Alles okay. So, runter. Geht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Perikos Ex-Leibwächter in der Mine arbeitet. Und wir wollen ihn verhören. Lasst ihn am Leben. Okay. Habe ich den Treffer auf der Entfernung? Er ist gerade bewegt. Oh, zum Glück habe ich das abgebrochen. Drüben an der Kippe. Moment mal. Ich verstecke mich mal hier hinter. Drohne. Die Drohne ist oben. Diesmal ist das dein Job. Do it. Da ist auf jeden Fall. Ich sehe Perikos Ex-Leibwächter. Alter, sind da viele. Da sind aber noch mehr irgendwo, ne? Hier drinnen vielleicht? Da drinnen vielleicht? Hallo? Ganz unten vielleicht? Das sind, glaube ich, Zivilisten. Ich habe nicht alle gefunden. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Wo hast du sie? Da, im Gebäude. Alle markiert. Geil. Okay. Okay, das wird mega. Das wird. Ach, wie mache ich das? Wie mache ich das? Kann ich ganz hoch aufs Dach? Nee, ganz hoch kann ich nicht. Damit. Ich wollte ihm Headshot geben. Ob ich dich kriege? Oder kommt ein Zivilisten raus, ey. Damit. Ich treffe ihn nicht. Grrr. Was mache ich jetzt, Mann? Na. Oh, da war einfach meine Treppe davor. Ich habe nicht genug Leute, um das da wegzuballern. Das ist ein bisschen blöd. Also jetzt ernsthaft jetzt. Ich mache, glaube ich, erstmal den Alarm aus. Wenn ich den irgendwie deaktivieren kann. Wie deaktiviere ich jetzt den Alarm? Ach, und dann gehe ich mal. Ich gehe mal schnell hier rein. Wie mache ich das kaputt? Ah, perfekt. Ich warte mal, bis der Vogel weg ist. Also der Hubschraub. Ich würde gerne die Sniper weg haben. So, immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Wir wollen nicht überstürzen diesmal. Ah, das hasse solche Momente, Mann. Da bin ich mal richtig aufgeregt. Was ist jetzt los? Hat ein Kollege sich etwa sehen lassen, dass wir auf einmal aufgeschreckt sind? Kann das sein? Ich glaube, diesmal hat sich ein Kollege sehen lassen. Ohne Witz jetzt. Dann scheiß drauf, Mann. Komm, wir gehen jetzt wieder rein. Hopp, hopp, hopp. Rein. Ausschalten. Los, Einsatzkommando. Go. Hoch. Für Tangos an. Wir müssen das nächste Ziel ausschalten hier. Dahinter. So, dich hab ich auch. Surprise! Wir sind da. Ganz ruhig. Oder dein. Was willst du, hä?
juckt dich nicht, ne? Der wollte einfach seinen Kollegen töten, habt ihr das gesehen? Dass er genau diese gut gemacht, räumt er auf und dann weiter. Ja, sie besitzen. Rego. Es gab früher schon Führer wie ihn. Männer, die Arbeiter mit Versprechen. So, nochmal. Jetzt hier, verhören. Du Penner, sag also, mir, wo das Geld ist! Der Tengase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Hijo de su puta madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Halbträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Danke für Ihre Mithilfe, Kollege. So viel Aufwand und alles, was wir haben, ist der 0815-Name. Sind hier noch mehr Gegner? Kann das sein? Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Gut, ich schieße mein komplettes Magazin in die Wand. Richtig nice. Richtig schön in die Wand geschossen. So mag ich das. So, hier müsste noch einer sein, ne? Irgendwo hier. Hallo? Wo bist du denn? Kollege, wo bist denn du? Ach, da! Und tot. Hier ist alles sauber. Hacken. Waffen. Waffen kann ich immer gebrauchen. Nehme ich mal hier. Zack. So, markieren. Get wrecked. So. Easy Einsatzkommando. FTW, Alter. Das war doch erfolgreich, oder? Erfolgreich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Ghost Recon Wildlands wieder. Und ich hoffe, in der nächsten Folge wird es nicht so chaotisch wie diese Folge. Mann, Mann, Mann. Immer passiert irgendwas und dann... Ach, Mann. Das ärgert mich richtig. Also wirklich jetzt. Das ärgert mich wirklich, dass da... Diesmal hat sich mein Kollege sehen lassen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, laut Funkspruch. Denn ich wurde definitiv nicht gesehen. Und das finde ich echt... blöde, ja. Das finde ich echt blöde. Ich kann nichts, deswegen konnte ich nichts dafür, ja. Aber in der nächsten Folge wird es hoffentlich besser. Bis dann und ciao.